Und damit herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu 7 Days to Die. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben ja hier unsere Hordenfalle ein bisschen gemacht und ich habe ja hier die Seite auch fertig gebuddelt. Also habe ich ja gesagt, das mache ich in der Nacht. Habe ich ja auch gemacht. Jetzt müssen wir uns nur noch mal irgendwie überlegen, was wir hier machen, ob wir hier auch Spikes hinstellen. Stahl habe ich wohl nicht mehr, ne? Okay, er macht auf jeden Fall. Halt. Er macht auf jeden Fall. Das kann wohl mal raus, ne? Auf jeden Fall macht er hier noch ein bisschen Cobblestone. Ich weiß gar nicht, warum er Cobblestone macht, um ehrlich zu sein. Aber macht nichts. Wir wollten ja hier noch die Sachen verkabeln. Ich muss mal schauen, wie das jetzt funktioniert alles. So. Das versuchen wir jetzt mal zu verkabeln. Macht das Sinn, alles einzeln zu verkabeln oder sollte man das? Habe ich jetzt schon wieder wie heißt denn das, Wire-Tool nicht mit? Scheint nicht so, oder? Scheint ja wohl irgendwie nicht so. Habe ich das hier drinne? Nee. Auch nicht. Okay. Wir haben es ja zum Glück nicht so weit. Oh, ich würde mal behaupten, die haben hier ein bisschen was zerdeppert. Ein ganz bisschen was zerdeppert. So. Ein ganz little bit. So, das muss ja hier unter Waffen und Werkzeuge sein. Ja, weil ich immer auf den Knopf drücke und dann tut er das automatisch weg. Ja. Sehr schön. Das haben wir ja richtig, richtig gut gemacht. So, dann lasst uns mal wieder zurück. Ich hoffe, dass wir das noch verkabelt bekommen. Irgendwie. So, Spikes laufen ja eigentlich auch durch. Komme ich daran? Okay, ich komme daran. Sehr schön. Dann muss ich doch eigentlich. Der Schalter ist dafür, dass ich die an- und ausmachen kann. Oder ist das richtig? Müsste ja eigentlich, ne? Diese Dinger. Okay, ich kenne mich hiermit einfach gar kein bisschen aus. Ich weiß, dass ich das, glaube ich, so machen muss, oder? Und dann rechte Maustaste. Kann eine übergeordnete Verbindung haben? Was heißt das denn? Muss ich hier so ein Ding ransetzen? Hm. Dahin vielleicht? Ich weiß nicht, was ich hier tue. Es macht aber nichts, ne, Leute? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Warum? Okay. Und von da? Oh nein. Okay. Ich habe es verstanden, glaube ich. Okay. Und dann von da? Daran. Was diese Stromquelle kann keine übergeordnete Verbindung haben. Was heißt das denn? Was heißt denn das? Aha, das muss an einen Schalter angeknüpft werden. Kann das sein? Okay. Brauche für jedes. Okay, ich brauche für jedes Ding ein so ein Teil. Ja, macht, glaube ich, Sinn. Ich glaube, es macht Sinn.
Okay. Ja, pass mal auf, ohne mir das Bein zu brechen. Dein Bein ist verstaubt. Ja, das ist ja richtig schön. So. Haben wir dieses blöde Kabel noch? Ja. So. Von hier nach da. Wunderprächtig. Okay, dann müssen wir jetzt mal einmal hoch. So. Kann ich einen Schalter? Würde das gehen? Boah, diese ganzen Kabel, ne? Okay, also man braucht immer diese Dinger und ein Kabel, ja? Warum kann ich den nicht anmachen? Sind denn jetzt hier die hier? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber es macht nichts. Wie geht denn das? Kriege ich die denn jetzt angeschlossen? Ach, das ist ein Lichtschalter. Oder? Oder müssen wir vielleicht eine Batteriebank setzen? Guck mal. Okay, die 6er-Batterien sind mir tatsächlich ein bisschen zu schade. Ups. Wo ist denn jetzt das Tool hier? Aber sie drehen sich nicht, ne? Warum nicht? Die Batteriebank? Kann ich das eigentlich auch direkt hier ran machen? Startzeitpunkt, Endzeitpunkt. Keine Ahnung. So. Ist irgendwie gar nicht so einfach, Leute. Ich check das auch nicht. Warum geht denn der jetzt wieder aus?
Oh, ist das hier kompliziert? Okay, dann machen wir das jetzt mal nochmal. So, von hier nach da. Okay. Okay. Aber warum habe ich denn jetzt diese Dinger hier gepflanzt? Wofür sind denn die gut? Die gehen wahrscheinlich denn nur zur bestimmten Zeit an, oder? Okay, wir müssen dann diese Teile an die Batteriebank anstupseln, ja? So. Okay. So. Und so. Nein, ich kann da nur drei Dinge anstöpseln. Warum das denn? Was heißt denn das? Diese Stromquelle kann keine übergeordnete Verbindung haben. Ah, okay, wir brauchen dann anscheinend noch eine Batteriebank, oder? Ah, das ist doch jetzt irgendwie Kacke. Zumal ich kann diese Dinger hier jetzt auch nicht mehr abnehmen. Okay, das ist ein Lichtschalter. Ich kann auf jeden Fall den mit den verbinden. Ich kann den und den verbinden. Den mit dem und dem. Mit den. Ich kann das nicht mal einschütteln. Der Generator benötigt Brennstoff, um betrieben zu werden. Ach, lol. Gar kein Benzin mit. Okay, wir holen nochmal Benzin. Vielleicht kann ich denn doch beides benutzen. Ich war vielleicht nur einfach zu blöd und habe nicht gelesen, dass wir irgendwie Benzin brauchen. Das habe ich tatsächlich ein bisschen überlesen, irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, mehr Batterien haben wir halt auch eigentlich gar nicht. Was wollte ich jetzt noch? Ich wollte gucken, ob wir noch irgendwo Benzin haben, ne? Aber wahrscheinlich nur wenn dann hier. Haben wir gar kein Benzin mehr? Was habe ich hier alles reingepumpt, ne? Scheiße. Okay, wir müssen mal Benzin holen gehen. Weil Ölschiefer habe ich, glaube ich, auch nicht mehr, dass wir uns auf jeden Fall, dass wir uns selber herstellen können. Nee, ich habe Kohle. Wie sieht denn das hier mit Stahl aus? Aber nicht so unbedingt rosig, ne? Nicht so unbedingt rosig. Okay, wir müssen wirklich jetzt mal, damit ich den mal betanken kann, muss. Das ist eigentlich eine gute Alternative, dieses. Ja, es kommt schon wieder eine Horde. Alles klar, vor der Horde. Vor der Horde, Horde. Vorne steht auch schon ein Auto, aber ich würde gerne. Mein Bein ist verstaucht. Was können wir dagegen nochmal tun? Ich glaube, das hier war das, ne? Dass das ein bisschen gelindert wird.
Ah ja, wir haben auch einen 5er Basie. Ja, nice. Nicey. Oh, oh. Wir haben ja auch so richtig viel Shotty-Muni. Jo, eine Schreierin läuft ja bei uns. Schön nachladen. Wir haben einfach 1000 Schuss. Ich würde gerne die Schreierin als erstes töten. Ich habe nämlich keine Lust, dass hier gleich 1000 Zombies kommen. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Brauche aber erstmal Benzin. Da ist auch ein Pass and Gas. Sehr schön. Ich will als erstes zum Pass and Gas. Also falls hier irgendwo gleich noch eine Schreierin kommt, müssen wir die als erstes erledigen. Bevor sie hier ihre ganzen Kumpelinchens und Kumpels holt. Immer noch mehr? Ja, ich glaube schon. Da ist Big Mama. Da war Big Mama. Was hast du denn hier mit, du kleine, süße, schnuckelige Schreierin? Ich darf nicht so schnell auf Schmerzmittel. Scheiß drauf, hau rein. Hat nichts gebracht. So, ich loote jetzt auch nicht alle Zombie-Mumbis hier. Ich soll mal mein Trailrad haben und dann einmal zum Pass and Gas fahren. Damit wir da mal Logi-Logi machen können. Sind ja auch noch ein paar Autos, die wir mal auseinanderschrauben können. Was sind das überhaupt für eine blöde... Was ist das überhaupt für eine blöde Hitbox gewesen? Das war nicht schön. Der wollte nicht, dass ich den auseinandernehme. Kannst du bitte mit der Knarre da auch ordentliche Bewegungen machen? Hallo? Sehr schön, machst du das. Prima. Ich habe nicht genug Ausdauer. Habe ich irgendwie Kaffee? Ja. Haben wir Mumphy mit? Ja, komm her. Alles schön Mumphy machen. Okay, die können wir auch mal benutzen, wenn das irgendwie klappt. Okay, hier kommt auch kein Benzin mehr weiter raus. Toll. Aber hier beim Pass and Gas müsste doch eigentlich... Komm schon, gib mir bitte ganz viel. Sehr schön. Nice, 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 nice. Was gibt es hier? 15, 15. Die geben alle nur so ein bisschen, ne? Ich hab Geld mit, ja, hab ich. So, dann kann ich das hier nämlich mal alles futtern. Alles rein mit dir. So. Kriege ich Öl, wenn ich die abbaue? Euer Benzin eher, nicht Öl. Nee. Aber wenn ich den hier abbaue, kriege ich noch ein bisschen was. Ich habe es tatsächlich nicht gecheckt. Ja, wir können uns eine Drohne bauen. Oh, lol. Ja, mega nice. Und lesen. Geilo, Milo, wir können eine Drohne. Oh, mega, wir können eine Drohne. Leute, wir können eine Drohne. Gleich mal gucken, was wir für die Drohne alles brauchen. Stör mich nicht, ich brauche Benzin.
Ich glaube, ich muss ihn töten, weil sonst hat nicht, dass er gleich hier gegen das Auto haut und dann habe ich nämlich ein richtiges Problem. Wollte eigentlich nicht in die Luft fliegen mit ihm. Cool, den Knüppel hätte er sich auch in seinen kleinen Popo schieben können. Okay, ein bisschen Benzin brauchen wir noch. Oh, ich habe gerade E gedrückt. Ich wollte den Zombie looten. Cool. Können wir uns denn auch einfach da eine Glühbirne hinhängen? Theoretisch? Könnten wir uns dann in unsere Hordenfalle eigentlich, wenn wir einen Deckel drauf machen, eine Glühbirne da einfach hinhängen? Müsste ja eigentlich funktionieren, oder? Ich brauche nur Benzin. Ich will euch gar nichts. Ihr dürft ja alle gerne wohnen bleiben, wenn ihr das wollt. Aber ich brauche Benzin. Können ein Blasebalg. Supi. Ist auch gut. Ui. Oh Mann. Der steht ja auch nochmal wieder auf. Der kleine Putzi. Der kleine, süße Futz. Ich weiß hier immer nicht, wie ich sitzen soll. Jetzt ist immer hier so ein... Abwackt. Immer ein... Halt, erstmal looten. Erstmal looten. Da kann ja gutes, da können ja gute Sachen drin sein, ne? Reparaturkit zum Beispiel. Okay, aus dem Auto bekommt man einfach gar nichts raus. Auf jeden Fall kein Benzin. Okay. Stehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz, aber okay. So eine kleine Chemiestation. Ja, ich weiß, nach unten geht's auch noch. Aber hier ist der geile Scheiß. Was eine geile Folge, ne? Wir verkabeln unsere Hordenfalle und wir können uns eine Drohne bauen. Hammer. Absolut Hammer. Ich habe es tatsächlich schon ein bisschen aufgegeben mit der Drohne. Aber ich werde sie dann auch auf stumm schalten, weil ich habe keinen Bock, dass sie die ganze Zeit mit uns blabbelt. Ich wollte es gerne mal ausprobieren mit der Drohne. Da spalten sich ja tatsächlich auch die Meinungen unter den 7-Days-Spielern. Der eine sagt, sie ist nervig, der andere sagt eigentlich ganz cool und nützlich. Geil ist halt auf jeden Fall, dass sie dich heilen kann. So, was haben wir denn jetzt hier? Noch ein Feuerbuch. Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Im Kampf gegen Feuer 10 Sekunden erhöhe mit dieser Methode deine Angriffsgeschwindigkeit mit Echsen um 5%. Okay, Blasebalg, nice. Vitamine nehmen wir mal. Ich habe Durst. Ich habe irgendwie immer Durst. Handeln. Kannst du nochmal trinken hier? Das ist die einzigste Batterie, die wir haben. Ne? Ich glaube, wir hätten das auch bis zum Schluss nutzen sollen. Ah, okay. Euch habe ich alle. Nee, ja. Okay, eigentlich könnten wir dann jetzt ja noch 4 Minuten. Oh, keine Lust, hier so lange rumzutüdeln. Aber okay, was sein muss, muss sein. Wir schwingen uns jetzt auf unseren Drahtesel. Ich glaube, hier unten ist aber auch nichts mehr, ne? Okay. Das hätte ich nicht tun sollen. Na komm schon. Na komm schon. Naja, Drahtesel ist das ja nicht. Drahtesel sagt man ja eher zum Fahrrad, ne? Müll habe ich auch durchgeguckt, ja. Da bekamen wir
Entschuldigung, bekamen wir ja auch nichts raus. Ich komme mir vor, als wenn ich irgendwie Hammer überladen bin. Bin ich ja aber gar nicht. Ist das unsere Hordenfalle? Sieht so aus. Sieht so aus. Ja, hier vorne ist sie doch. Was wollte ich jetzt? Achso, ja, ich muss hier parken. Ich weiß, ich darf eigentlich nicht hüpfen, aber bleibt mir nichts anderes übrig. So, pass auf. Das müssen wir jetzt hier nochmal auftanken, ja? Öffnen. Okay. Hört sie dann auf? Okay. Das macht ja irgendwie Sinn, ne? Okay, pass auf, ausschalten. Ausschalten. Ich würde dann diese von hier nach da machen. Okay, das muss von da. Geht das so? Warte. Einschalten. Die drehen sich nicht beide. Weil von hier nach da und von hier nach da. Ich glaube, ich muss ihn ausschalten, ne? Muss ich den von hier und von hier nach da klemmen? Warum? Geht die jetzt nicht? Hä? Ich checke das gerade nicht. Okay, pass auf. Oh, das ist ein bisschen anstrengend, ne? Das ist ja eigentlich einfach. Würde die... gleich hier rangehen? Nein. Oh Mann, wie kompliziert das einfach ist. Oder ich tue ein, oder ich bin irgendwie nur zu blöd. Ich habe tatsächlich nicht so die Ahnung vom... Es läuft auf jeden Fall alles. Ist das egal, von welcher Richtung wir das machen? Das muss er jetzt von da. Von hier nach da. Von hier nach da. Von hier nach da. Nein. So muss das. Das muss dann von hier
nach da und von hier nach da. Und von hier nach da. Und von hier nach da, ja? So. Dann müsste es doch eigentlich... Gut. Dahin, 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 dahin. Und dann müssen wir das ja von hier. Okay, super. Dann haben wir das. Und wenn ich dieses Kabel nach hier spanne und das nach hier, das geht nicht. Und wenn ich dies einschalte, dreht sich das, aber das da hinten nicht. Pass auf, so. So. Von hier nach da. Okay, das hat anscheinend was damit zu tun, wie der Fluss, dieser Stromfluss ist, ja? Okay, gut. Dann ausschalten. Und den hier auch mal ausschalten. Okay, also ich weiß nicht, was ich hier tue, aber... So, dann wollen wir jetzt mal hier mit diesem Stromkabel gucken. Wie mache ich denn das am besten? So. Und dann hier hin, oder? Nein, das wollte ich gar nicht. Ach, das sind die Schalter, ne? Oh, Kacke. Ich meine, ich wollte die hier doch haben. Ups. Upsi. Okay, nicht so schlimm. Die haben wir ja auch echt gut viele von gefunden. So. Steht der? Okay. Den muss ich wahrscheinlich so verbinden, oder? Okay. Das ist alles ein bisschen verwirrend für mich, um ehrlich zu sein. Ich kann die beiden nicht verbinden, ja? Doch, kann ich. Es fehlt dann aber Strom. Die Kabel stören ja eigentlich nicht. Scheiße, die sind zu weit weg. Die sind zu weit weg. Wenn ich... So... Wenn wir die beiden wieder verbinden. Und dann... Einfach... ist zu weit, ne? Scheiße. Okay. Das bleibt trotzdem erstmal da. Vielleicht können wir ja irgendwann... Vielleicht haben wir dann ja irgendwann nochmal hier unten irgendwie
Was wir auch machen können. So, wir fahren jetzt nochmal nach. Habe ich eine Glühbirne hier? Hatte ich hier nicht irgendwie eine Glühbirne? Einfaches Licht. Das müsste doch eigentlich. Ich das hier ranhänge. Passt das da nicht ran? Müsste doch eigentlich hell sein, oder? Geht das? Nein. Okay. Dann halt nicht. Ich kann das aber auch nicht erst von hier daran machen. Nee. Okay, es ist nicht so schlimm. Den würde ich gerne dann noch einmal anmachen, um zu gucken, ob jetzt beide funktionieren. Ja, okay, nice. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Dann müssen wir jetzt einmal nach Hause. Gucken, ob wir noch ein paar Spikes ansetzen können, die wir dann da reinstellen können. Ja, das ist jetzt da ein bisschen doof. So weit weg ist, aber wir haben auch nichts anderes, ne? Irgendwie nochmal so eine... Ja, wir haben auch keine Motoren. Wir haben auch keine Motoren mehr. Wir haben auch keine Motoren mehr. Nur kaputte. Und hier ist halt auch nichts mehr drin. Das ist eine Lichtmaschine. Vergaser. So, okay, dann darf hier mal alles wegsortiert werden. Bisschen Eisen. Und dann mal gucken, hatte ich nicht irgendwo Spikes angesetzt? 70. Okay. Hier können wir doch bestimmt dann die Drohne machen, oder? Nee, auf der normalen Weg. Wir können eine Einser-Drohne machen. Das ist aber gar nicht schlimm. Es ist doch eigentlich egal, oder? Ob wir eine Einser-Drohne machen, oder... Bauplan, ja... Bewegungssensor müssten wir eigentlich haben. 10-mal Stahl und Robotikteile. Wir gucken mal. Wird wieder eine lange Folge. Werkzeugteile. Robotikteile, wie viele brauchen wir denn für eine Drohne? Okay, das haben wir ja. Geschmiedeten Stahl. Ich werde es jetzt mal dafür auf jeden Fall opfern. Die schmelzen wir hier mal ein. Okay, Eisen könnten wir zum Aufwerten gebrauchen. 15 mal Klebeband. Müssen uns Kleber herstellen. So. Was brauchen wir noch für das kleine Dröhnchen? Plastik. So. Dann stellen wir uns hier mal eine Einser-Drohne her. Was fehlt? Ach so, diese zwei Bewegungs... Aber dies könnte knapp werden, ne? Das werden wir wohl nicht haben. Und wenn, weiß ich tatsächlich nicht, wo ich das untergebracht haben wollen würde. Ja, und das nächste wohl auch nicht. Samen auch nicht. Ja, Dünger. Na. Essen, Trinken, Papier, alles Mögliche vielleicht. Ja, okay. Wie heißt das denn? Bewegungssensor. Bewegungssensor. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Geschmiedetes Eisen.
Ja. Okay. Wie viel Mal brauchten wir dafür? Muss ja. Nee, ich brauche nur elektrische und mechanische Teile. Alles klärchen. So, dann. Bewegungssensor 2. Das dauert auch nicht so lange. Hier ist der Bauplan dafür. Gut, dann können wir jetzt ja noch ein bisschen Stahl ausschmelzen. Gibt es was, was wir hier einschmelzen können? Ja, guck mal hier, das können wir noch ein bisschen einschmelzen. Ja, da muss ich ja nicht daneben stehen. Wunderbar. Und jetzt das kleine Dröhnchen. Nice. 2 Minuten. Spikes hatten wir hier. Kann das sein? Spikes, ja. Wir machen nochmal 50 dazu. Das dauert ungefähr 2 Minuten. Wir haben es 14.07 Uhr. Gut, ihr Lieben, dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen, dass wir unsere Drohne in Einsatz bekommen. Und dann geht's ab. Wir kommen immer dichter ans Ziel, würde ich mal behaupten. Huch. So, schmelzen. Da kann das hier alles rein. So, und der Rest dann halt mal so. Werkzeugteile, kann das hier mal wieder rein. Fahrzeugzubehör, kommt das hier rein. Das hier. Hier kommen Batterien und Motoren hin. Und Benzin sollte natürlich gesperrt sein. Sehr gut. 70 Spikes. Wieso konnten wir denn 150 Spikes machen? Die werden wir verteilen. Überall. Hier haben wir noch ein bisschen was zu essen. Das sind die Sachen, die runterkommen. Und das hier sind... Okay, hier sind Baumaterialien. Da würde ich denn tatsächlich das da alles einsortieren. So... Alles klärchen. So, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Adios.